で時代背負う世代、いつかきっとたどり着くんだ。その夢へ。危なかったらゆうちゃんが守ってくれる。夢を諦めなければいつか。うちの子は式神なんやから収納がかん。式神なんだ、悩み事か。座右の銘は弱にプラスアルファ程度だが、あんたのような指揮官は認めないわ。私に一目。指揮官。指揮官くん、夜は長いよ。
自己リミッター解除。頑張る。自己リミッター解除。頑張る。あー、かわいい。インディ行こう。つか邪魔しないでくれる？自己リミッター解除。頑張る。あんたたち、この程度？戦闘が終わるとどうなる？こんばんは、エイシナ。Alles klar. Sag, wenn du wieder dabei bist. Und viel Spaß noch.Ah, ja, den habe ich ja letztens ausgeblendet wegen Dings. So, jetzt soll eigentlich der Chat wieder da sein. Und ja, jetzt kriegen wir noch eine Vestal, noch eine Takao. Shit, es regnet bei mir momentan der Chaos, ich weiß nicht wieso. I got too many of that.Wie viel Takaos habe ich jetzt eigentlich momentan hier im Dock? 4? 5? 4. 4 Takaos und eine Atago. nice. So, Labby. Na, da muss ich eh nicht machen. Erstmal die ganzen Missionscubes noch einsacken. So, haben wir das auch erledigt? Gut. Perfekt.
7000 Öl, das sollte reichen vom Dings her. Machen wir da noch einen 10, nochmal einen 1000er. Schicken wir da die neuen Schiffe los, würde ich sagen. Spricht natürlich hier die Monte, die Rio, Chapayev, Yukikaze. Warspice sollte ich eigentlich schon gelevelt haben, oder? Ja, ist schon. Nice. Ich habe, glaube ich, zweimal Warspite, oder? Nein, einmal Warspite. Takao habe ich schon bereits gelevelt, habe auch nicht noch was zu machen. Komm, ah, wohl, das Team ist eh voll. Ey, ja, passt. So, Kiste oder Buch? Ich nehme ein Buch. Kiste ist mir eigentlich egal. Ein 12er, komm mir gelegen. Perfekt. Maximal 5000. Hä? Noch eine neue Anfrage. Und wurde schon bereits zu anderen Gilde zugesprochen. Naja. Gut. そこそこ。 自己 リミッター 解除。 一緒に頑張りましょう。
状態良好。あかわいいインディ、スカ邪魔しないでくれる。状態良好、行こう。目も合わさない、触れ合うこともない。うん、出会ったばかりのあの頃はただそばにいるだけで何もいらない、ずっと触れてたい。あ、私それでよかったのに。あら、かわいい指揮官ね。私はアタゴよ。Yes, gut, Atago. Taco habe ich schon beschrieben. Wann das Ding aus, weil ich kriege ja noch mal eine Atago. okay. I got both sisters. Mmm. Sweet. Present, from me to rest the present, from me to rest the present, I
燃料をもらっちゃうくらい怖がらせちゃうからね。燃料をもらっちゃうくらい怖がらせちゃうからね。そこそこ。自己リミッター解除。状態良好。行こう。あんたがし、
Alles Eisüger, Zigsalitzer. Au, ich weiß, das ist mega geil. Ah, ja. Machen wir schnell hier eine neue Compilation. Ich würde mal sagen, Washington kann schon drin bleiben als Battleship. Aber noch 2 CV noch zusätzlich hier nachher Supports, dass wir die einfach noch teilweise leveln können. Können Joker cool und Dings dementsprechend reinmachen oder. Ich weiß nicht.
CV-Einheiten. Natürlich CV-Einheiten, danke. Ich würde mal sagen, nehmen wir einfach mal aus Jux dementsprechend hier noch die Greenheart mit. Einfach so, weil wir es kennen. Und Ranger. Oder? Moment, anstatt zu Ranger. Ja, AKG Muse ist momentan in Aktion, beziehungsweise noch in der Commission, kann man eh nicht schlecht brauchen. Ich könnte Essex eigentlich ein bisschen hochleveln oder ich könnte Formi hochleveln. So vom Ding her. Nein, warte, können auch die Shoho nicht noch mitnehmen, wenn man so will. Ja, ich würde sagen, Shoho sollte reichen. Obwohl, nein. Nehmen wir Fast Tractor. Passt schon. So, jetzt bauen wir natürlich dementsprechend CACL. Liande ist schon bereits 120, da brauche ich nicht groß zu machen. Das heißt, Führungsposition. Machen wir einfach hier Purple Heart, auch wenn es irgendwie keinen Sinn macht. Nehmen wir Tileslow und könnte Kitakasa eigentlich an für sich schon mitnehmen. Ich muss ja aber die Kita also ausrüsten, wenn man so will. Ich habe keine Baufass hier für sie. Ach Gott, das ist mies. Ein Rainbow kann ich für sie holen. Ich habe gesagt, ein Rainbow und ein Rainbow und ein Loader im rechten Sinn, oder? Genau, ein Loader. Schnell das Zeug noch herstellen. Profos, genau. Ich hab mehr Zeit, ich glaube, mehr Zeit.
Klasse. Das war nicht schlimm. Piken werde ich mir auch noch einen gönnen für später. Der ist mit die Dauntless. Nice. Auch noch mit. Und noch die Squads. Nehmen wir auch noch mit. Komm, beide Shells noch. Kann nie schaden. So, gut. 4000 Core Points ausgegeben. Ja, leicht. Das Ding könnten wir eigentlich so gesehen Full Horns nehmen will. Wenn es gehen würde. Oh, perfekt. Geht rechts. Geht fast. So, das Horns wir noch schnell auch noch. So, Und 10. Gut. Perfektus. So. Wo ist die Kita? Da. So, Kita einmal mit Ding und ja, natürlich, ich habe keine Parts mehr. Damn it. Egal. So, China wieder zurück. Wieder ein Spiel, hoffe mal gut. Geteilt, okay. Heißt also, Raseur-Problem, weswegen ich einen hohen Ping hatte. Das ist hässlich. Hohe Pings sind meistens ein bisschen hässlich. Ich hoffe mal, es ist trotzdem noch irgendwie noch gut ausgegangen, auch wenn das ganze Zeug ein bisschen laggy war. Dann ist ja gut. So, was steht bei dir so heute so schönes an? Ich werde heute so nicht groß farmen auf den Dings, deswegen muss ich erstmal gucken, vom Dings her. Hast du schon gelesen, wie lange es morgen dauert? Ganze 10 Stunden. Ich habe mir die Patch Notes angeschaut, aber ich habe nicht geschaut, wie lange es gehen wird. Also habe mir das Ding schon mal reingezogen. Sind es wirklich 10 Stunden? Ah, da. Ja, 10 Stunden. der Schmies. Ja,
Ich habe gesehen, dass sie hier noch zusätzlich noch Marble hat noch mehr hinzugefügt haben. Ist doch not bad, eh? Die Marble hat ist, glaube ich, in World of Warships auch frisch reingekommen im Ding. Jetzt kriegen wir sie nochmal hier in Ding in Azurlane. Ist auch nicht schlecht. Not bad, not bad. Von Baltimore sehe ich keine Spur, obwohl ein Banner war. Ja, das ist richtig. Von Baltimore kriegst du nämlich nur einen Skin. Und zwar Black Ace, glaube ich, heißt der Skin. Also dafür kriegen wir komplett neue Schiffe. Das ist, wie es aussieht, ein komplett anderer Run. Also ein anderer Event, wenn man so will. Was nochmal, welchen Skin kriegen wir alles? Wir kriegen den Skin für die Reno neu, für die Casablanca kriegen wir neu. Signet kriegt wieder einen Skin. Damn! Dann eben Black Ace von Baltimore. Dann kriegt Burmington auch noch einen eigenen. Aber das sieht auch schlecht aus. Aber Skylord, es sind alles Tennis-Skins! Aber hey, vielleicht kriegen wir auch irgendwann noch HMS Golf Skins, so wie im Anime. Also wenn wir schon Tennis Skins kriegen, dann kriegen wir womöglich auch noch Golf Skins. Womöglich. Haben wir ja. Moment, Casablanca. Casablanca, Birmingham habe ich gesehen, die Kopf haben wir auch gesehen. Luke haben wir, und zwei Retos kommen rein, stimmt. Die von der Amazon und die von der Hatsuharu kommen da auch noch rein. Wo ist die Casablanca? Casablanca, Casablanca. Da, ja. Die von der Casablanca sieht auch schick aus, sag ich mal so. Die sieht auch nett. So, gut. Erstmal schauen. Daily. Wir haben wieder Kisten Daily. Das ist das Gute. Ah, stimmt. Ich muss da wieder ein Dings wieder machen. Neues Team. Verdammt. Möchtest du gerne ihren Bauch kraulen? Wie eine Katze, oder? Hm? Ja, China. Wie gesagt, top, jetzt nehmen wir mal mit. Zwei CVs, denke ich mal, oder soll ich noch die. Na komm da, Shoho. Achso, verstehe. Ja dann, wenn es für dich natürlich dementsprechend Vorrang hat, ist ja schon mal gut, oder? Hirio bringt, ich glaube, nichts viel, aber ist egal. Einfach mal reinwerfen. Hm.
So, ich glaube, hier werfen wir dann mal Rune wieder rein. Phoenix bleibt drin. Und. Wo ist Blackheart eigentlich? Da. Oh ja, so. Zweite passen. Kostet mir jedes Mal 70, aber passt schon. So, das heißt Schelling. Das war die vierte Gruppe, das sollte reichen vom Ding her. Badminton sieht mir selber Zeichner wie von Honolulu und Sarah. Badminton. Ah, stimmt, ja. Aber Badminton sieht schon ein bisschen anders aus als Lulu und Sarah. Sie hat irgendwie, haben ich irgendwie das Gefühl, ihren eigenen Charakter. Ich glaube, ich werde mir womöglich hier die Tennis-Skins mir gönnen, denke ich mal. Eben, nur leicht rote Haare halt, oder? Kryptor. Nein, nicht direkt. Das sagt mir jetzt echt momentan gar nichts, habe ich irgendwie das Gefühl. Der hat auf Washington eine Anfrage in die Gilde geschickt. Müsste ich mal schauen. Also die meisten, sobald ich mal meistens ja drin bin, solche Anfragen drin haben, nehme ich auch eigentlich so gesehen auch direkt an halt, oder? Es sei denn, die sind schon bereits in einer anderen Gilde, dann werden sie automatisch abgewiesen, weil dann kann ich die ja nicht annehmen. Nekomimi von Ding Hatsune Miku. Okay, solange Ding hier dementsprechend viel Schaden macht, ist mir das egal. Es geht nur darum, dass wir hier ein bisschen Dings abgreifen können, dann passt das. チェックメイトよ。
チェックメイトよ。 Ja, ist schon ein bisschen bescheuert. Aber dafür könntest du womöglich die Dings dementsprechend wiederholen. Die vorherige Folge. Also die vorherige Staffel, entschuldige. Okay, das heißt, die hast du womöglich in 2 Tagen schon bereits durch, denke ich mal. Ach ja, Bofuri hast du auch schon bereits geschaut, die letzte Folge. War abzuwarten, dass sie eigentlich so gesehen Tyrannerei am Schluss noch aktiviert. Weil die hat ja so gesehen alle ihre Skills ja aktiviert vom Dings her, oder? Durch den Tag durch, wo sie am Raiden gewesen waren. Und Tyrannerei ist einfach das letzte Ding, was sie noch nicht aktiviert hat. Eben halt wie Maschinengott hat sie eigentlich auch bereits aktiviert und so. Und ja. Ja, finde ich auch geil. Das nennt man Teamspiel. Vielleicht gibt es Santos, hier haben sie auch die zweite Season schon angekündigt, oder? Also die zweite Staffel angekündigt. Vielleicht gibt es eventuell bei der nächsten Season eine Art. Was war es mal? Gildenbündnis oder so, weil die haben ja unterschiedliche Gilden nur untereinander, oder? Und ja. Ja, das ist auch so. Das war sicher ziemlich süß von den beiden. Finde ich nice. Aber der Schluss einfach nur so riesen Endgegner. Das ist da einfach so Maple. Me und Pain, alle drei Gildenleiter so gesehen, ja, auf das Raid Monster zugehen. Da dachten wir so, okay, du hast ein DD, du hast einen Overtank und du hast eine Mage-ähnliche, keine Ahnung, sie nutzt ja einen Dolch als Zauberstab, habe ich irgendwie das Gefühl. Und ja, geile Kombo, sagen wir so. Das könnte so eine geile Kombo werden. Sagen wir so, wenn sich die Gilden, also wenn sich alle drei Gilden verbünden würden, ich glaube, das komplette Spiel, die könnten da alles so auf den Kopf stellen, wenn man so will. Oh nee, komm schon. Mindestens einen guten männlichen Charakter hätte man mindestens noch reinpacken sollen. Passt doch, da hast du zwei Frauen und ein Typ. Passt doch. Für mich das passt das. Aber ja, mal gucken, wie die zweite Staffel aussieht.
Tja, ich würde mal sagen, wir alle suchen irgendwie eine Herausforderung, oder? Man hat's gesehen, aber vom Aufbau her, wo sie, also bis zur 11. Folge, hat man schon gemerkt, dass sie eigentlich die ganzen Skills nachher durchgeht, oder? Vom Dings her. Und wo sie dann, wo Pain nachher angegriffen hat, habe ich erstmal gedacht so, welche Skills hat sie eigentlich noch nicht aktiviert während der Schlacht, also während des Raids? Und dann ist mir halt so dementsprechend eingefallen, stimmt, Tyrannerei ist eigentlich noch offen. Es macht Sinn, dass sie so gesehen Tyrannerei dann in der letzten Folge nochmal aktivieren sollte. Weil durch das kriegt sie nochmal ein bisschen Leben und ein bisschen mehr Agilität, so vom Dings her, oder? Und da ist mir dann so gesehen Licht aufgegangen, so, okay, das wollt ihr also machen für die letzte Folge, ja. Na dann, passt. Aber ja, Pain ist schon sehr stark für sein Dings, für sein Verhältnis. Ja, also ich möchte mal so sagen, 7 davon und da steht nicht mal eine Gilde dann. Und sowieso, das sind ja nicht 7 richtige, sondern 7 Kopien. 6 Kopien, entschuldige. Ah ja, die Szene da war, wo Maple einfach dahin gejumpt ist und einfach nur so vor ihr steht, so hey, hallo, hätte ich mir so gedacht, so und dann dementsprechend das Maul geöffnet, so und dann kommt auch Laserstrahl raus und denkt so, okay, nice, aber ja. So, jedenfalls. Compensation. 1500 einmal. Okay, ja, damit. Gacha. Extra Punkte. Ich mag extra Punkte. Kann man noch mal ein bisschen Zeug ausgeben. Original. Punkt, ich hab schon deaktiviert, oder was ist denn los? Aber es hat ausgesehen wie ein Laserstrahl, wenn man so will. Ich weiß nicht, was ich da machen soll. Entweder. Ja, stimmt, der Dings war im extra Ding. Hier haben wir noch ein bisschen was gekriegt. Das heißt, 3000. Ja, nehmen wir mit. So. Das war's auch schon wieder. So, morgen ist, glaube ich, Abholtag für den Skin, ne? Oh, 18.000. Was kriegen wir da noch für 18? Ah, nochmal 1500 Coins. Wow. Das ist sehr prickelnd. Nein, nicht wirklich. Starlight, look at a shine. Could you be mine? Could
So, haben wir alles. One Build haben wir gemacht. Ding haben wir gemacht. Ich muss hier eine kleinere Truppe aufstellen, dass ich weniger Öl verbrauche. Dafür mache ich halt irgendwie eine andere Map. Jetzt. Yes. Oh, warte mal, stimmt. Wir haben ja eigentlich. Ja, stimmt. Wir haben Columbia immer noch nicht durch. Ah, geil, ist das bescheuert. Ah. Ja, gut. Entweder mache ich das so, dass ich jetzt einfach versuche, nochmal Columbia nachzuholen, aber ich denke kaum, dass sich da noch was machen lässt. Wir haben 7000 Öl und wir brauchen auch ein bisschen Öl für das nächste Event. Klar, wir kriegen noch 3000 vom Dings her, aber ach, wie viel sind es? 3500 Öl, glaube ich, kriegen wir, glaube ich, so. Und das ist ein bisschen wenig, finde ich. Ja, Lulu, schon gut. Ich habe schon gesehen, dass wir Bonuses haben, aber die werden wir erst holen, wenn wir dementsprechend das Zeug brauchen. Ja? Easy, Kleines. Easy. Der Gesichtsausdruck, sagt man. dann klecken wir das erstmal. Ja komm, scheiß drauf. Ich investiere schon mal jetzt mal die 30.000. Haben wir halt ein bisschen weniger fürs Bauen, sobald es kommt, aber dafür habe ich die Georgia jetzt schon mal fertig. So, voilà. Georgia, lock. Hast du Orgnast schon wegen dem Event reingeschaut? Ja, hab ich reingeschaut. Meine Sanity habe ich schon bereits auch verpulvert. Ja. Bis ich da die 600 Punkte zusammen habe und mir Firebringer oder wie der auch mal heißt, bekomme. Das dauert noch ein bisschen. Aber werden wir sehen. Alles andere ist so gesehen Bonus auf den Rest halt, oder? Flamebringer, genau. So, normal. Ich weiß nicht, ob ich wirklich hier eigentlich weiter auf 11 hier verjagen gehen soll. Weil wir haben da letztens wirklich gute 15.000, also 14 bis 15.000 Öl aufgebraucht, damit wir überhaupt irgendwie an die Columbia rankommen. Siehst du einfach, komplettes Ding ist voll. Es fehlt aber ein Schiff. Ah, Mann. Oder ich spare. Wechsle jetzt den Server. Niklas und Maya habe ich ja schon. Es geht mir halt wirklich nur darum, dass wir eigentlich L4 fertig machen, damit wir nämlich das hier machen können. Weil L3 wartet noch auf uns. Das ist nicht L3, 13.1, also weil 13 wartet noch auf uns. Solange ich dir hier nicht fertig bin, ja. Achso. Ja, den Niklas habe ich leider noch nicht.
Ich glaube nicht, dass dass seine Freunde dementsprechend, dass ich ihn habe, oder? Macht auch keinen Sinn, habe ich irgendwie das Gefühl. ja, eben. Ich würde mal sagen, ich spare hier das Öl, weil bis morgen kriegen wir nochmal 1000 bis vielleicht 2000 Öl, damit wir ein bisschen hochstacken können. Das heißt, Columbia kann vorerst mal ein bisschen warten, bis wir so weit sind. Das ist ja das bescheuerte Problem. Ich mach's wirklich so. Ich tue wirklich hier wechseln. Machen wir am besten weiter, wo ich noch genügend Öl habe. Gehen wir okay, schnell hier auf lecken. Schauen wir nochmal schnell durch. Da habe ich auch wenig Öl. Bin ich sicher, ich glaube, das war die. Doch, ja, stimmt, ja, Yudachi kann sein. Dass er sich so gesehen gefarmt hat, aber es seit Ewigkeit nicht bekommen hat. Und Maya ist, glaube ich, auch recht lang gegangen bei ihm. Also, wie bei mir auch. Aurora ist. 7000, oh Gott. Die sind alle runtergedroppt auf 7000. Wieso eigentlich? Auch schon der einzige, der das so viel Öl hat. Ja, wirklich einzig. Wieso komisch? Nagato ist nicht komisch. Sie ist nur zurückhaltend. Okay, wie es aussieht, ist Washington einfach der einzige Server mit 17.000 Öl. Also alles andere ist bei 6.000 bis 8.000 Öl. Was ein bisschen wenig ist. Ich weiß auch nicht wieso. Wohin ist eigentlich mein Öl verschwunden? Ich habe nicht mal so viel Zeug eingekauft. Obwohl, ich habe eigentlich die Tage ein bisschen. Okay, nicht wirklich ein bisschen, sondern ich habe ja die Dings, die Zähne eigentlich gemacht. Aber auch hier habe ich Zähne eigentlich aktiviert. Also, beziehungsweise die großen Einheiten. Damit wir einfach unsere Teilschiffe etwas schneller leveln. Aber das war es auch schon wieder vom Dings her. Gut, wenn Washington hier als einziger Server noch momentan noch genügend Öl hat für mich. Würde ich mal sagen, machen wir hier weiter. So vom Dings her. Menschen. Oh, den schon bereits drin. Kryptos. Joint Guild. Jetzt ist die Frage, wird angenommen, das könnte eigentlich der Dings eigentlich auch angenommen haben. Der Paul. Ah, warst du das, Sina? Okay, passt auch. Genau, neue sind immer willkommen. Der jetzt reit. Oh, okay.
Ja, das sowieso. Weil wir haben hier momentan immer noch von 34 noch 20 Plätze frei, wenn man so will. Vier davon sind inaktiv. Kommt auch von welche, aber sowieso die Gilde ist momentan nicht groß, so voll, das ist das Gute. Also heißt, solange wir nicht wirklich auf komplett voll sind, auf 34, dann kann man eigentlich die Gilde so belassen, wie sie ist, weil wir sind erst 14 Leute hier drin. Also auch wenn sie inaktiv sind, kann man sie noch vorerst noch drin lassen. So. Ah, ja, stimmt, ja. Ich würde mal sagen, Aktivität läuft, oder? Weitermachen, weitermachen. Vielleicht erreichen wir irgendwann mal die Level 10 Einheit. Was, China, hast du da wieder eine Sandy bekommen, sehe ich gerade. Wieder eine Sandy für heute. Eine Freundschaftsanfrage. Oh nein, ich hab dann in den Chat. Okay. Wenn du meinst. Ich bin noch am Überlegen, ob ich jetzt hier in Washington die Dockplätze jetzt etwas erweitere, wenn ich schon hier ein bisschen spiele. Weil die Dockplätze hier momentan sind ja etwas beschränkt, sagen wir mal so. Ich bin schon wieder auf 129. Dann würde ich mal sagen, hole ich mir die ganzen Gems aus meinen ganzen Mails raus so lang und pushe mal ein bisschen hier die Dockplätze hoch. Was hat es mir da wieder geschickt? Oh Gott. Ja, calling the FBI. That's right. That right. Obwohl, was? Das Ding können wir ja schon mal jetzt reinmachen. Das brauchen wir eh nicht. Das sind die extra Punkte. Wir haben da natürlich dementsprechend die 200 von hier noch gekriegt. Dann die 200 von letztes Mal. Oh, stimmt. Happy Valentine's. Das sollte ich eigentlich auch ein bisschen auch noch collecten, wenn man so will. Alles andere ist eigentlich völlig egal. Haben wir da noch einen Ring gekriegt? Das lassen wir auch da. Haben wir Essen? Haben wir da auch nochmal? Wollen wir Special Thanks? To the Dearest Commander. Haha, nice. Was haben wir sonst noch? Ah, stimmt. Da gab es, glaube ich, die Jupiter, genau. haben wir noch Compensation, ist klar. Oh, stimmt. Ah! Ich habe jede Menge Gems hier. Free Gems. Happy New Year. She, oh my God.
Das hat sie sicher. Das hat sie. Die ist Commander nochmal. Dann hier kriegen wir. Ich nochmal Quincy. Polygems. Oh mein Gott. 100.000 Follower. Machen wir sonst noch was? Ich glaube gar nichts hat er. Nein, nur Öl und Essen. Da nochmal Apollo Gems 100. Da nochmal Grand Launch für 200. Was haben wir sonst noch? Das war's. Das war's, genau. Also wenn ich hier die ganzen Gems einsammeln würde, könnten wir nicht recht gut den Dock ein bisschen hochpushen, sagen wir so. Bei dem Emot bin ich fraglich wie der Adler. So. Bist du das? So, hier haben wir auch noch nichts eigentlich groß eingesammelt. Eigentlich will ich das wirklich erst einsammeln, wenn wir so auf Chapter 9 erst sind. Erst dann eigentlich das ganze Zeug hoch sammeln. Und vorher ist einfach noch nicht sammeln, sonst. Ja. Das Problem ist einfach nur, die Dings sind jetzt ein bisschen groß angesammelt. 5-4, 6-6 und 6-4. Also 6-1 bis 6-4, das müsste man eigentlich noch machen, damit wir den Rest noch kriegen. 14 Recharge, Manfly und Level Up. Level Up kriegen wir auch noch ein bisschen. Watt. Zusätzlich noch von dem hier kriegen wir auch noch Watt. Auch jede Menge Öl und jede Menge Coins. Ist der fertig? Nein, noch nicht ganz fertig. Acquire 20 to Dread Daily und Acquire Parts to Daily. Oh Gott, sind alles Dailies, oder? Ja, sind alles Dailies. Damn it. Ja gut. Ja, ist doch so, oder? So, Nelson haben wir drin, Dings haben wir drin. Wir sind bei 28, das heißt, ich kann maximal 20 Schiffe mittragen, was ein bisschen so bescheuert macht. Die Minz müssen wir, also die. No, Warning Minz. Mercuria müssten wir eigentlich so gesehen fertig machen, beziehungsweise hochleveln, damit wir sie überhaupt eigentlich Limit breaken können. Vorher ist einfach nix im Hause. Genau wie mit der Tashkent. Tashkent ist bei mir schon bereits drin, aber die ist momentan unterwegs, was ein bisschen bescheuert ist.
So die Teilgroßschiffe wie halt hier Illustrious, Rio, Monte, Belfast und Enterprise werden wir auch noch groß einsetzen, beziehungsweise dann halt in unseren nächsten großen Formaten, also beziehungsweise halt in eine andere Fleet Combination. Und dann habe ich einfach irgendwas zusammengebastelt hier. Ja. Für die großen Schiffe muss ich echt schauen, wen ich eigentlich so gesehen nachher mitschleife. Hier haben wir natürlich dementsprechend die Pennsylvania drin. Das heißt, für die Pens werden wir eh austauschen. Leider ist die Hut unterwegs. Die kann man nicht gebrauchen. Entweder für ein bisschen also ein bisschen mehr Damage würde ich sagen, Nelson können wir eigentlich reinhauen. Und sonst halt für Farm und Boss Fleet eigentlich die Hut. Aber momentan kann ich die Hut eh nicht groß einsetzen, weil da fehlt Material bzw. Ausrüstung. Für Rio passt es momentan auch nicht krass. Sie hat auch momentan die nötige Rüstung, was ein bisschen auch bescheuert macht. Gut, ich muss hier das Zeug wieder einstellen. Ich sehe es nochmal hier aus, nochmal an Ausrüstung, was ich nochmal habe. Rüstungstechnisch haben wir natürlich nicht hier, sondern da. Die Twin 130 muss ich noch später auf die was war's nochmal? Ich JBF. Gott, ey. Also vergesse ich ja alle Schiffe. Genau, die Taschkent muss ich dann noch drauf bauen. Gangut habe ich natürlich dementsprechend hier nicht mitgekriegt, wissen wir ja. Ja, gut. Das heißt, wir müssen hier ein komplettes neues Fleet vom Mage eigentlich zusammenstellen bis für Chapter 7. Sowas. Und erst dann muss ich nachher definieren. Jetzt, wo wir getan haben, können wir eh fahren, wie wir lustig sind. Das ist das andere. Okay, und Belfast werde ich, glaube ich, womöglich auch noch mitnehmen. Die nehme ich aber in der zweiten Flotte mit. Tut mir leid, Gisna, du musst raus. Kommt Belfast rein. Belfast Front. Das sollte reichen. Ich weiß nicht, ob ich hier eventuell die Phoenix an mich reinstecke. Aber ich habe eine Phoenix. Jawohl, warte. Belfast ist eigentlich so gesehen bald 70 vom Dings her. Und Monte eigentlich auch bald. Die könnten. Also Belfast könnte man eigentlich so gesehen noch einmal Limit breaken. Die Repulse lasse ich drin. Unicorn lassen wir drin. Shoho könnten wir eigentlich so gesehen rausnehmen, da ich ja Unicorn schon bereits drin habe. Hier könnten wir ein bisschen mit mehr Schaden spielen vom Nelson oder. Ja, Rossia ist momentan auch unterwegs, die kann ich momentan nicht einsetzen. Ja komm, dann setzen wir die Nelson ein. Mindestens zwei Dings drin, dann sollte das passen. Natürlich dementsprechend hier alles Full Fleet, ist ja klar. Alle müssen schön leveln vom Dings her. Ich hänge noch 1.07 PR-Shift hinter dir. Ja dann.
Noch Gas geben, wenn du noch Gas geben willst. Also wenn es ein USS-Schiff ist, dann würde ich mal sagen, dann ist es ein bisschen einfacher. Also sprich halt momentan die, die wo jetzt einen schönen Level-Up-Buff drauf haben. Also sprich, was war es mal? San Diego, Helena und Memphis und Saratoga. Ganzes Zeug ein bisschen levelt hier. Sollte auch schon gehen, so vom Dings her. Ja gut, ich würde mal sagen, es sollte reichen so von der Konstellation her. Jetzt gehe ich draußen langsam an. Sowieso keine neuen PR-Chips oder sowas kommen, deswegen ich mich beeilen müsste. Tja, wenn du dementsprechend in Ruhe farmen willst und so einstellen willst, wie du willst, dann würde ich mal sagen, dann schon, ja. Nochmal. Ah, da. Ja. So. Wieder zurück auf Normal. Gehen wir mal auf. Ich hab Backa. Nix Backa hier. Das ist unsere Farmfleet, genau. Einmal Repair, why not? Das sagst du, China, das sagst du. Okay, Luffy ist nur einem gut, schlafen. Ich auch. Ich will auch in Linken geht einfach nur schlafen. Das reicht mir auch schon. Oh, stimmt, Nelson müsste ich eigentlich so gesehen auch noch upgraden, habe ich ganz vergessen. Bei dem Corona-Infizierten ist er recht weit oben. Yep. Ist auch. Vom letzten haben sie von der Infizierung von, was war es nochmal, von 3008 auf 4008. Also einfach innerhalb von 3 Tagen einfach so um 1000 angestiegen. Da habe ich mir auch gedacht, so, oh, nice. Da hatte jemand wohl ziemlich viel Spaß, da Corona zu verteilen. Aber hey. Mal gucken, wie die Tage werden. Oh.
3,5, 3,5 mal so viele. Ja, das andere ist, Deutschland ist auch ein recht großer Kontinent, das muss man so sehen. Also ein recht großes Land halt, oder? Und durch das ist es halt, ja, je mehr Leute, dementsprechend auch je mehr Infizierte. Kommt davon von Region zu Region halt, oder? Aber es war komisch. Ist das in Deutschland vergleichsweise zu USA, Iran und recht wenig Tote haben? Du musst so sehen, wenn die Infrastruktur eines Landes dementsprechend eigentlich stabil ist, sollte es ja nicht zu großen Toten kommen. Bei den USA kann man es schlecht machen, weil erstens, USA ist riesig, also wirklich riesig, es ist ein riesen Kontinent, wenn man so will. Und von Region zu Region ist es halt unterschiedlich, oder? Weil arme Länder, dementsprechend baut sich ebenfalls dort Vorkrankheiten oder sonst irgendwas auf, wenn man es halt hat man es dementsprechend, wenn hier der Coronavirus noch mit einfließt. Ist das ebenfalls als Todfaktor, wenn man so will. Bei den Alten sowieso halt. Bei den Jungen geht es noch so vom Ding her. Wird halt ein bisschen angeschlagen sein, aber nicht direkt zum Tod. So vom Dings. Ich denke mal, dass sie ja, ich weiß nicht, was Italien genau macht. Italien und Spanien, die müssen das auch irgendwie selbst unter bei denen sich auch nach unter Kontrolle haben, so vom Dings her. Oder wenn sie da das ganze Zeug abbrechen lassen, dann wird es ein bisschen schwierig vom von der Eindämmungsding halt her. Ich glaube, China hat es ja so gemacht, wo der Virus eigentlich ausgebrochen ist, haben sie dann überall dementsprechend die Region eigentlich abgeriegelt und naja. Für das, dass eigentlich USA Zehntausende infiziert hat, ist das plus 10.000. Ja, ist die Frage halt, wie viel über 10.000? Genauere Zahlen kenne ich momentan auch nicht. Ah, haben sie einen Chart gemacht, ja? Okay.
Bleib momentan noch hier. Ja, das Zeug ist halt dementsprechend, also in stark betroffenen Länder wie halt Europa und China und natürlich dementsprechend ganz New York, also beziehungsweise Nordamerika. Okay. Oh ja, werden wir erstmal sehen, wie sich das ganze Zeug eigentlich so gesehen in den nächsten Wochen sich entwickelt. Also sowieso, wir müssen ich glaube die meisten sind jetzt bis auf April eingestempelt und bis dahin, ja, müssen wir erstmal abwarten. So, alles klar, dann wünsche ich dir noch einen guten... Erstmal Ham, ja. のため障害を取り除くのはメイドの務めです。敵の皆様、次は少々痛くなりますね。あー、かわいいインディ。つか邪魔しないでくれる。Thank you.
のため障害を取り除くのはメイドの務めです。敵の皆様、次は少々痛くなりますよ。ユニコーン、頑張る。あー、かわいいインディ。つか邪魔しないでくれる？燃料をもらっちゃうくらい怖がらせちゃうからね。花見とともに消えなさい。よくわかんないけど、やったー。状態良好。行こう。荒波とともに消えなさい。よくわかんないけど、やったい。あんたたち、荒波とともに消えなさい。Sure. Why?Did you need some guides or just for some tips for the ships? And also, I'm here in my Twink account. Do not mind it. Because on my original account, I didn't have enough oil for two stuff, you know.
So. So, Starborn, what's your question? Just type it in, if you have some. Just the four story, huh? Yeah, it's four story. Xera. Krieg ich noch fertig. St. Louis Monarch and Friedrich der Große. Okay, St. Louis, you can take her for the fast action. Monarch is also providing a good, very good. But Friedrich is a little bit better for that and Silverwood. But you must bring her up to the depth level of 30. Monarch is a little bit easier to get, I will say, but this problem with the PR1 is you need the special ships for that to research Monarch. Also for Friedrich you must providing the points or the development points. If you limit break the ship's faction, then you will get the faction points, and with the faction points of them you can unlock Friedrich. But you know, Friedrich is a KSM ship, a German ship, and in the game at the moment, when you have not enough German ships, then it will be a little bit difficult to get her, because she will cost you 600 or 700 faction points. But the Monarch is another option, and the Monarch is a little bit more easier to get, because in the game at the moment you have enough ship for Japan or IGN, and also from the HMS from the in the game at the moment. But the German ships, they come with the event, some of them. The rest you can get them from just for grinding, or also for constructing. Ibuki is also a good frontliner with good health condition and a little bit of damage. Not too much, but it's okay for her. She's a cruiser, you know. But if you want just solo farming some maps here on the, then I will say level up a Phoenix. If you have a Phoenix, then level her up. Put the good stuff on her, or the good
weapons on her, then you can soloing with her. But Friedrich and Azumar and the rest from the PR is just so for extras. Friedrich is a special option for that. But Friedrich will provide you a decent service when she adds level, death level, was war's immer? 15? 20? Ich glaube 20. At death level 20. Then you can bring her in for just farming the for the maps. But you will, when you will use her efficiently, then you must bring her to the death level 30. And you know, for the death level 30, you need the special blueprints. And the special blueprints for her to get is in the event and in the... in the researches. But they not always drop them. Sometimes they dropped in just a normal or just as a gold, but gold will cost you 8,000 gold to start the special researches. But at the moment, I would say don't use your gold often, because the next event is on the door. The next big, no, not really big event, but a small event, but a good construction event if you need some USS ships. Because for the next event you can get the Marblehead. Marblehead is HMS, or yeah, Night Eagle. Use this Marblehead, then you have the Birmingham, then the Reno, then Copper, Bluegill, Casablanca, Intrepid, and that's it. That's for the new event. Wann startet er eigentlich? Wann startet er nochmal? For the update is for the 26th. Aha, that's tomorrow. Ah. 10-hour short downtime for the server for tomorrow. That will be not very sweet for some of us, but yeah, 10 hours is a little bit too much. But yeah, we will looking. When it will be 10 hour, then I would say we can go for the event at, for my time, 8, 9 or so. Then the server will go on for that event. We'll look when we have rolling the new ships. The good thing is there are 6 ships I doesn't have, and that's it, the good thing, because when this event ends, then will the next event that will come is Falling Wings, when I remembered it right. And for the Falling Wings is also a USS event. Uh-oh. This is not good. Come, come, come. Long Island. Closely to death, just with 1 HP. Okay, great job, Long Island, great job. Damn.
Springen wir da weiter. Nope. Nope. Oh oh. Jo, so. Okay, das heißt, ich muss da ein bisschen farmen, hä? Oh, verdammt. Oh, 5-4, das wird nicht lustig. That's not funny for 5-4, because my ships is not ready for that at the moment. For this account, they are not ready. My frontline are ready, but my backline is not ready. Obwohl. Ich könnte eigentlich die erste Truppe als Farm nehmen, zweite Truppe als Dings nehmen. Erstmal Equipment anschauen. Wo ich nochmal Repulse? Genau, Repulse. Yep. Ich glaube, ich gebe hier nochmal einen Reloader, einen 6er. Oh, das ist falsch. That's not right. That was the wrong thing. That is right. Because my Belfast needed that equipment. Bell. Danke. Change the equipment, please. So, 155. Dann haben wir hier noch die 6er. Ey, haben wir da plus 5, jawohl. Was haben wir da? Genau, Buffers. Dann Loader. Und soll ich da nochmal einen Loader draufballern? Nein. Dann noch einen SG. And that's it. So, Nelson hat, glaube ich, gar keine Ausrüstung. Ja, hat keine Ausrüstung. Ja. Da, 6-10er. I almost forgot to equip the new equipment for my ships. That's a little bit the problem, but it's okay. yeah. Okay, that let be. I don't have something for her. Then, was haben sonst noch? 5er, 25. Ich weiß nicht, ob ich da einen Double Loader machen soll. Ich habe keinen anderen Double Loader. Friedrich war 630. Für Asma bräuchte man 900, 780, 800. China wieder mal reingepostet.
Dom. Ja, die Dom ist erstmal voll, da brauchen wir eh nichts zu machen. Ich weiß nicht, ob wir da eventuell durchkommen. Groß. Wohl. Ja, es sollte eigentlich gehen, wenn wir die Dinge dementsprechend in die zweite Gruppe setzen. Sollte es gehen. Ich würde mal sagen, greifen wir eigentlich so gesehen mit der eigentlichen Dingsflotte an. Weil die Restflotte sollte eigentlich so vom Dings eigentlich auch gehen. Ja, komm da, Small Fleet, nimm mal mit. Ich hoffe mal, dass es nachher für die Dings reicht, also beziehungsweise für den Boss. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es nicht reichen wird.
自己リミッター解除。一瞬で終わらせて。状態良好。行こ。荒波とともに消えなさい。自己リミッター解除。一瞬で終わらせて。この程度、あの時と比べて全然。Oh, new hero acquired. Nice. Xera ist somit auch bei uns im Sortiment drin. Nice. Ich hoffe mal, das reicht. Das wird jetzt nervig. So. Also keine Eissäure. Ja.
hat gereicht, wie es aussieht. 21.000. Ja, passt. Das heißt, mit der ersten Truppe machen wir rein Clearing und mit der Dingstruppe machen wir dann rein Dingstruppe. Na, soll gehen. Oh, ich habe nicht genügend Tickets, verdammt. So, Xera habe ich jetzt auch. Aber sie erstmal hochzuleveln, das wird nervig. Wohl haben wir da noch eventuell noch ein paar extra Items, die man mitnehmen können. Transzendenzpunkte und nochmal 1000 Gems. Oh Gott. Okay. Ja, passt. La 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 la. Ich merke schon, die haben keinen Bock hier auf Schlachter. Und schon gar nicht eigentlich Dings. Ich bin immer noch komplett lacht, the fuck. Ja, das geht ein bisschen. Ja, China, was los? Ich bin auch nebenbei hier noch in Dings drin, in... Oh, verdammt. In King's Raid. Falls ich ein bisschen abwesend bin, ja, liegt's daran. Kannst ja mal versuchen. Aber ich würde mal sagen, das wird etwas schwierig. Aber naja. Schon gesagt, kannst es versuchen. Ich weiß nicht, ob du das den Bildschirm oder das Hände durchknabbern kannst. Also ja, mehr kann ich dir leider nicht helfen. Es sei denn, du entwickelst einen eigenen Androiden. In Aussehen von Z23. Dann kannst du an ihr ebenfalls knabbern. Die Frage ist halt, ob sie danach noch brauchbar ist. Für die nächsten Male zum Knabbern, das meine ich.
Ja, das kannst du aber nur machen, wenn du in Isekai World drin bist. Aber ich denke nicht, dass man da irgendwie Isekai technisch was da machen könnte. Wird etwas schwierig. Dafür müsste man eigentlich das ganze Zeug diven können. Also, ja. Du weißt, wie ich meine mit diven, oder? Tja, könnte womöglich ein bisschen schwierig werden, ob das überhaupt gehen könnte. Dafür brauchst du noch Aqua. Weil die ist womöglich auch die einzige, die dich womöglich in eine andere Welt wieder so gesehen schicken könnte. Aber solange sie ihren Gottesstatus noch nicht hat, also nicht wieder erlangt hat, dann würde ich sagen, das wird etwas schwierig gehen. So, vom Ding her. Perfekt. So, dann geht's weiter. Goddess Kiss muss ich da wirklich nochmal die ganzen Dailies abholen. Nicht viel groß, aber Dailies sind Dailies. Hauptsache, man kriegt Belohnung. Überall in jedem bescheuerten Spiel seine Dailies abholen. Ist wichtig, kennst du ja. Also dann genau das gleiche, sonst kriegst du nicht mal ein neues Schiff. Dabei brauchst du sie nicht mal groß, das ist das Problem. Einfach nur mal zum Sammeln. Passt schon. Only for the collection. Another perk, but didn't have. Ach Gott, ja. Tu mal, danke. So, Exchange brauchen wir dann nix. Letzte Woche habe ich 2 Tagen die Dailies gemacht, aber vergessen, ab und zu holen. Ja, ich vergesse es gern auch immer wieder mal. Aber solange ich das so gesehen für meinen Hauptaccount mache, ist das, würde ich sagen, no problem. Aber wenn man da dementsprechend die anderen Accounts ein bisschen vernachlässigen, ist nicht so das Problem. Dort interessiert mich es ja nicht groß. Solange der Hauptaccount immer auf 100% ist, ist perfekt. Und da kriege ich noch eine Luffy. Nee, warum Buu? Nix da. Luffy, yes. Perfekt. Wie es aussieht, geht's auf. Leider habe ich Luffy eigentlich so gesehen hier schon bereits oben, also beziehungsweise brauche ich sie. Warte mal, zum Retrofieren brauche ich glaube noch eine Kopie, wenn im rechten Sinn, oder? Weil Luffy werde ich hier so gesehen schlecht retrofieren können, ich habe nämlich die Parts nicht. Das ist dieses Bescheuerte. Level hätte sie eigentlich vom Ding her, aber ich habe die Parts nicht zum Retrofieren.
状態よくわかんないけど、やったー、消えなさい。あんたたち、荒波とともに消えなさい。うん、そこそ。Da haben wir noch ein Level 1, nehmen wir auch noch mit. Da Level noch 2 und da noch ein Level 3. Aurora ist ein Level 2 Dings. Ist der Arzgeto-Server gerade ein bisschen dead oder nur die Channels, wo ich reinschaue? Du meinst jetzt Discord-technisch oder was? Ich habe jetzt nicht groß drauf geachtet. Hm? Das war ein Schick mit der Konneko eigentlich ein Dings. Also, Dings sollte eigentlich voll sein, sehe ich gerade. Sind ja noch alle in den Chats drin. Zumindest Agnes Channel wird gleich dead abgesehen von ein paar Leuten. Die meisten von uns, ich weiß nicht, Azulane, Guides, News. Also beziehungsweise Niklas und der Rest ist halt hier in den Channel momentan am Quatschen, sehe ich gerade. Ich weiß nicht, wo momentan Public. Keine Ahnung, was die gerade im Public machen. パーティーしよう。一瞬で終わらせてやる。燃料をもらっちゃうくらい怖がらせちゃうからね。行こう。
そこそこ。Was für ein Tails eigentlich? Weil ich habe ja nicht groß eigentlich die ganzen Tails-Spiele gespielt, das ist das andere. Also wirklich nicht groß, sagen wir so. Ah, okay. Ja, da sind wir beide etwa gleich, würde ich mal sagen, ne? Hatte Tales of Berseria angefangen 2016. Ich habe bis jetzt noch gar kein Tales angefangen. Nicht mal ein. Jetzt sagen ja alle Tales-Spieler so: Spielt nicht mehr Spiel, aber spielt kein Tales. Da stimmt was nicht.私が敵を侮ると思ったら大間違いよ。ああ、皆さん、かわいい。メインディッシュはまだこれからです。邪魔しないでくれる？Kommt drauf an, was da wieder mal für eine
eine Story aufgetischt wird. Also, ist ja schließlich neues JRPG, sagen wir so. Tales of Arise schon. Also, Cover sieht nicht schlecht aus. Eigentlich bei jedem Tales-Spiel ist es so. Aber ja, wir haben noch eine halbe Stunde. Ich würde sagen, für die letzte halbe Stunde switchen wir noch schnell zurück auf den Hauptaccount und machen da ein bisschen noch was, bevor wir heute ausklinken. Aber dafür haben wir bei unserem Washington-Account ein bisschen weiter vorwärts gemacht. Also ist auch nice. Also ich glaube, nach dem Abschluss sollten wir... Kapitel 5 eigentlich abgeschlossen haben, so vom Ding, denke ich mal. Wo waren wir vorher nochmal 6, 8 oder so? Eigentlich sollte man nach dem Abschluss hier eigentlich fertig sein mit Kapitel 5. Last run, then Chapter 5 is finished. Ich hoffe jedenfalls, das haben wir morgen noch ein bisschen was nachzuholen, so technisches. Apropos morgen nachholen. Also, wenn da wirklich 10 Stunden Downtime ist, dann weiß ich auch nicht. Das heißt, bei uns wird das Zeug womöglich erst am 9 hochgefahren. 8, 9, sowas? Kann das sein? Uhr am 6, also kann ich mit 7 rechnen. Du weißt ja nie, aus 10 Stunden könnte plötzlich 11 Stunden werden, aus irgendwelchen unnatürlichen Gründen. Manchmal wird es auch kürzer, aber nur manchmal, ne? So, gehen wir nachher wieder zurück auf den Hauptaccount, wo schön alles bling bling und schöne Skins und was er immer rumhängt. Auf dem Twitch-Account ist einfach nichts drauf, außer Schiffe, die man eventuell noch aus den ganzen Events noch rausgepult bekommen hat, und das war's schon wieder. Haben wir da wieder eine kleine Zwischenblockade und wir kriegen Ambush. Nice. Ja, okay, gut. Hier ein bisschen enhancen. Mal gucken, was wir hier enhancen können. Wie zum Beispiel hier eine Enterprise. Ente, gut. Oh. Jedes Menge Zeug wieder mal hier zum Upgraden. Gut. Hansen. Noch mehr Hansen. Alle alten Fenster schmeißen hier. Okay, bis auf die Kisarage. Die kriegt man leider nicht so oft da rausgefischt. Das ist ein bisschen das Bescheute. Genau das gleiche mit
bauen. Habe ich irgendwie das Gefühl, aber egal, passt schon. So, haben wir da 12 und ein paar Extras. Gut. So, ich kann weitergehen. Go. Das ist natürlich dementsprechend wieder mal so bescheuert, wenn man zu wenig Dockplätze hat und einfach lang farmt. Dann ist es meistens immer voll. Ich soll mir jetzt wirklich langsam überlegen, weil meine ganzen Gems für Dockplätze eigentlich einsetzen, die ich bekommen habe. Aber ja, eigentlich möchte ich wirklich erstmal so auf Chapter 8 oder 9 kommen. Ich würde mal sagen 8. Dann machen wir die ganzen Chapter noch mit 3 Sterne voll. Und dann holen wir uns die ganzen Gems erstmal alles ab. Dann werten wir unsere Dock und unser Dings noch ein bisschen hoch. So, also mal. Genau, unsere Daumen. So, jetzt haben wir noch einen Gegner zu erledigen, was ein bisschen bescheuert ist, weil wir wurden ja geambushed. That's the problem. So. Yeah, wo schmeißt du da die Torps hin? Die hat einfach ihre Barrage einfach versagt. The heck? Ein Crescento kriegen wir da nochmal. Ich glaube, bei 5 gab es nicht wirklich irgendwie was speziell zum rechten Sinn. Erst bei 6 für die Yudachi halt, oder? Tekino-minasama, 次は少々痛くなりますよ。私が敵を侮ると思ったら大間違いよ。ああ。
Oh, Big Seven ist einfach so klein bei den Nerds, wenn das Teil einfach Level 1 ist. Das Ding, also der Spread hat ziemlich süß ausgesehen. Also es war nix eigentlich, wenn man so will. Und wir sind auf 100%. Sehr gut, das heißt, Chapter 6 ist freigeschaltet. Für morgen? Obwohl, nein, morgen kommt ja das schöne neue, prickelnde Event. Deswegen, ja. Das heißt, hier werden wir noch das noch einsammeln, was noch geht. So, voilà. Haben wir da... Ja, haben wir noch zwei Commissions frei. Oh, Cube Commission, ja damit. Und 100 Tage Kisten, nehmen wir auch mit. Das war's, ne? Mehr haben wir nicht, nein. Oh, ich krieg da draußen den Friedrich-Sprint, nice. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay, da haben wir einen Achter, sehr gut. Sehr gut, ich mag Achter. So schön, was hast du mir diesmal wieder geschickt? Ah ja, bist du lazy, ja? So, jetzt wechseln wir. Das heißt, ich kann schlecht mit mir nachher chatten hier. Zurück zu Shiny Shiny Bling Bling Server. So, Commission. Aber nicht da, wo ich bin. Dort macht's nicht shiny bling bling. Nur hier auf Sandy macht's shiny bling bling. Siehst du, shiny bling bling, ja, da noch mehr Cubes für mich. Sweet. Das heißt, das werden wir eh noch irgendwie später machen können. Aber ja, wie es aussieht, ist eigentlich schon gleich 10 vor. Damn, so schnell kann die verdammte Zeit durch sein. 9000 haben wir uns noch zur Verfügung. Ich mach, glaube noch eine Runde hier. L4? Obwohl. Soll ich L4 machen? Kann ich leider nicht, ist leider noch nicht Freitag. Kann ich die Nacht nicht durchmachen. Ich würde sagen, wird schlecht gehen. Weil ich muss morgen ja noch früh auf, das ist das Problem. Ich könnte schon die Nacht durchmachen, aber ich kann die nicht, das ist das Problem. Ich sag dir, Alkohol am Steuer ist schlimmer. Weil erstens, du bist derjenige, der fährt. Und wenn du da einen Unfall machst, dann
dann wird's mies. Sehr mies. Entweder du die entziehen dir dementsprechend deinen Führerschein oder du machst einen Unfall und verreckst. Also was ist dir lieber? Fahren mit Alkohol oder fahren ohne Alkohol? So. So, tut's das. Naja, würde man so sagen, wenn sie dementsprechend einen Führerschein hat. Achso, einen Bootsfahrschein hat sie. Aber einen Führerschein weiß ich nicht. So, dann machen wir das rein. Oscar. Fühle ich ein bisschen top. Top, top. Haben wir da irgendwas, was unsere DDs und Dings ein bisschen push? Natürlich nicht. Obwohl, da haben wir da was. Ironblood top, bla bla bla. Da ist leider kein Ironblood Fleet, das ist ein bisschen das Bescheute. Schmau gibt mir gar nichts. Das ist rein für BB und BBVs, was mir nicht viel bringt. Ja, Leben, Leben, Leben. Das für BB und BBVs, genau gleich wie hier. Sie hat einen Führerschein. Ach so, hat sie das? Ja, aber nur auf dich halt, oder? Aber nicht in der Öffentlichkeit. Ist doch ein bisschen besser in der Öffentlichkeit. So, hier haben wir noch ein bisschen CA-Leben, das heißt, nehmen wir den auch noch mit. Sollte das passen. Das sind alles CLs, oh Gott. Haben wir da noch ein paar HMS-Katzen mit CL-Fähigkeiten? Nein, natürlich nicht, oder? CCA gain firepower, BB, bla bla bla, tactics. Ja, um da passt. So, haben wir die Antenne da und noch zusätzlich noch Pepper. Passt. Passt. Gut. Jetzt gehen wir so gesehen mit unserer Dingsflotte rein, mit der Boss und der neu zusammengestellte Flotte. Was war es nochmal? Flotte 5 oder was? Flotte 3. Flotte 3, genau. Machen wir da wieder mal eine volle Flotte, weil alles kann leveln. Ist gut so. Passt schon. Du bist ein fahrendes Gerät im Verkehr. Ich verstehe. Ich hoffe mal ein gutes überholtes Fahrgerät, sonst musst du erstens noch in die Garage. Ja, dann ist ja gut. Man sagt es so schön. Kontrolliert fahren und sparsam fahren, dann bleibt dein Gerät dementsprechend auch intakt. Mimi Power, ja, könnte man so sagen. Oh, warte mal, wir haben bald April. Stimmt, ja. Ab dem 7. April kommt ja der neue DLC für Fallout 76 mit den NPCs. Danach werde ich doch mal reinschnuppern und gucke mal, was ich da aus dem Spiel gemacht habe. Ich hoffe mal, dass ich es irgendwie fertig gebracht habe, weil erstens Coronavirus ist da. Das heißt, die haben auch wirklich nicht genügend Zeit, hier das ganze Zeug noch fertig zu kriegen, weil wegen dies und wegen das halt. Aber wir werden es sehen.
Oh mein Gott, das Spiel trollt mich. Ja, super. Hier Level 3 Sachen dann wieder angreifen. I like you. Not really. Shohos Skill ist, glaube ich, auch noch oben. Genau das gleiche mit Hiryu. Da haben wir auch noch nichts gemacht. Bäh. Ich hoffe mal, das Torp jetzt hier dementsprechend eine gute Arbeit leistet. Das kann ein bisschen nervig werden. Wieso meinst du? Und hier, du bist down. Checkmate, ja. Tja, ich habe sie leider nicht groß genutzt. Also kann ich momentan nicht viel sagen, wie sie momentan ist, so drauf ist. Das ist erst der zweite Kampf. Kann das sein? Ja, das ist, glaube ich, der erste, zweite Kampf. Klein und verspielt ist sie. Achso, klein und verspielt. Ja, ist doch schön, oder? Klein und verspielt heißt dementsprechend auch, dass du da viel Zeit investieren musst. Ja, man merkt schon, dass Rune eigentlich wirklich rein für den Boss ausgelegt ist. Alles klar, Shina. Ich wünsche dir jedenfalls noch eine gute Nacht und wir hören uns dementsprechend morgen wieder. Ich mache erstmal hier noch meine Runde noch fertig. Und dann bin ich für heute ebenfalls off. Checkmate.
まさか逃げられるとでも思っているんですか。Ich finde es eigentlich schade, dass hier die Torpes nicht eine eigene Barrage hat. Sie hat einfach nur so die Torp Magnetics als Barrage, wenn man so will. Aber okay, ist keine Barrage, sondern eher eine Art Zusatzfähigkeit, was ein bisschen bescheuert ist. Da hätten sie ruhig für die Torpes noch hier noch eine Barrage mit einbauen sollen. Momentan macht Red Phoenix einfach bei Phoenix nicht viel. Das ist ein bisschen das Bescheuerte. Und Shoho sollte ich eigentlich ebenfalls hier noch mit einem Messerschnitt dann hier ausrüsten. Wenn ich so will. Das wird nicht gut ausgehen. Das heißt, wir aktivieren noch den hier. Unsere Daily soll das reichen. Aber ich denke mal, dass die Tirpitz hier etwas zugesetzt wird. Eigentlich sollte ich sie eigentlich dementsprechend schon gute Panzerung haben, damit sie dort eigentlich den Dings überlebt. Sie ist nicht umsonst Level 115. Aber trotzdem ist sie Level 106, hält sie trotzdem nicht viel aus. Und leider halt schon nur unsere Frontline und nicht nur das komplette Team. Wäre ein bisschen besser, wenn sie so gesehen das komplette Team hielt. Ich glaube, hier werden wir unsere U-Boote dementsprechend noch ein bisschen zur Hilfe dazu. Auch ein bisschen Torp-Power. Hat nicht ganz gereicht. Level Break, Raise Your Level, Gear Upgrade, Skill Level und okay. Wir haben sie noch ebenfalls auch Tipps mit eingebaut, ja? Nice.
Level 3, nein, Einheiten sind fies, das ist das Bescheuerte hier. Die fokussieren sich so gesehen hinten schon recht hart, das ist das Bescheuerte. Also für sich hätte ich eigentlich so gesehen fürs Farmen auch die Hut mit reinnehmen können, wenn man so will. Das wird auch nicht so das Problem sein, aber man möchte ja auch schließlich dementsprechend die anderen Schiffe auch noch ein bisschen nachleveln, das ist das Problem. Weil wenn du die nicht levelst und dementsprechend wenn du einige Schiffe so gesehen für einige Sachen gerade brauchst, wird es ein bisschen nervig, was das nachher angeht. Klar, du hast immer ein festgelegtes Team, das du gesehen immer spielst halt, oder? Aber du musst auch schauen, dass dein Team so weit ausgewogen und so weit ausgelegt ist, dass du trotzdem auch auf andere Schiffe noch zurückgreifen kannst. So. So. Ja, leider nicht. Schade. Wie viel Schaden haben wir da gemacht? Wars bei 45.000, Luffy 45.000 und natürlich ein Nami mit 50.000. Ja, not bad. Not bad. Könnte besser sein. Es könnte auch besser sein, wenn ich hier dementsprechend die Columbia noch zusätzlich droppen würde. Das sammle ich glaube später ein, aber die Daily können wir einsammeln. So, das meine ich, wir sehen alle Dings nachher einsammeln. Alle Weekly, einfach bis auf die Teil Weekly. Die meisten davon haben wir eigentlich schon gemacht, hoffe ich mal. Die einfachsten, ja gut, haben wir da Catboxen. Stimmt, wir haben noch eine Free Box. Und es ist eine violette Box. Schade. Gut, start training. Und zwar violette Boxen. Complete. So. So, so, so. Haben wir alles. Hier ist nichts mehr. Oh, haben wir noch was? Genau. Eine Aduma Print, das nehmen wir mit. Brauchen wir nämlich dementsprechend das, damit wir die Aduma fertigstellen können. Ja gut, ich würde mal sagen, wir sind erstmal am Ende für heute erstmal angekommen. Ne? Heute leider nichts geworden. Also, beziehungsweise leider keine Columbia. Finde ich ein bisschen schade. Auch nur ein Run gemacht, wenn man so sieht. 8600 Öl haben wir noch zur Verfügung. Morgen sollten wir eventuell auf 10.000 Öl rankommen. Also könnte ein bisschen schwierig werden mit 10.000 Öl rankommen. Das ist das andere. Wir haben noch Reserve, also beziehungsweise bei uns noch in der Post haben wir noch genügend Öl, wenn man so will.
Aber die sind wirklich richtig Reserve, wenn wir da groß farmen müssen. Okay, nicht wirklich groß, groß farmen, aber das sind auch nur irgendwie 4500, habe ich jetzt gesehen. Plus nochmal die Morgige macht dann insgesamt 7000. Ist trotzdem immer noch sehr wenig. So, gut. Nichtsdestotrotz, wir sind für heute erstmal fertig. Danke fürs heutige Dasein, danke fürs heutige Aktivsein und danke für die Interaktion. Jedenfalls, ich wünsche euch allen eine gute Nacht. Macht nicht viel, macht's viel besser. Und ja, Nacht zusammen. Ich bin erstmal weg. Ciao, ciao. Und bis dann.